Hallo und herzlich willkommen bei SwagTap. Im heutigen Video wollen wir schauen, wie sich das Oppo Find 7 in den Spielen Temple Run 2, Dead Trigger 2 und Modern Combat 4 schlägt. Eigentlich wollte ich euch auch Modern Combat 5 zeigen, aber das ist Stand heute leider nicht für das Oppo Find 7 verfügbar, zumindest nicht im Google Play Store, insofern geht das schlecht. Vorab wie immer das Übliche, ich habe das Gerät natürlich eben neu hochgefahren, wir haben auch keinerlei laufende Apps und sobald ich mit einem Spiel fertig bin, werde ich das erst wieder schließen, bevor ich ein neues starte. Die Spiele sind allesamt nicht vorinstalliert, Temple Run 2 und Dead Trigger 2 gibt es kostenlos im Play Store und da könnt ihr euch dann auch Modern Combat 4 kaufen. Nun wünsche ich euch aber viel Spaß beim Zuschauen. Los geht's! Und den Anfang macht also Temple Run 2. Ein Spiel mit relativ geringen Anforderungen, aber trotzdem immer ganz interessant zu sehen, wie sich das jeweilige Gerät da so schlägt. Ich möchte euch jetzt nochmal zeigen, ich stelle jetzt den Lautsprecher bewusst auf eine so geringe Stufe, weil die sind wirklich sehr, sehr laut. Ähnlich laut wie die Boomsound-Lautsprecher des HTC One M8 und irgendwann verstehe ich dann mich selbst nicht mehr. Ich kommentiere das hier ja live und das wäre nicht ganz so geil. Aber was ich damit sagen will, die Lautsprecher sind sehr, sehr laut und auch vom Klang her sehr, 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 sehr gut. Wieder so ein kleiner Spoiler zum Review, das ja nächste Woche kommt. Die Lautsprecher sind gut, ich habe es ja schon gesagt, sie sind sehr laut und auch vom Klang her wirklich ziemlich gut. Mal schauen, ob sie genauso gut sind wie die Boomsound-Lautsprecher des One M8, mehr dazu dann natürlich im Review. Aber ich denke, ihr seht, die Performance von Temple Run 2 ist schon ziemlich, ziemlich gut. Grafiktechnisch gefällt mir das sehr. Das Display macht hier eine sehr gute Performance und ich denke, ihr seht auch, dass das alles sehr schön flüssig läuft. Recht viel mehr muss man eigentlich gar nicht zeigen. Auch mit der QHD-Auflösung gibt es hier keine Probleme. Selbst wenn die Spiele noch nicht optimiert sind, sieht das alles sehr schön aus. Ich denke, ihr habt jetzt auch gesehen, Blickwinkel-stabilitätstechnisch überhaupt kein Problem. Das gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. So viel also zu Temple Run 2 auf dem Oppo Find 7. Und weiter geht's jetzt mit Dead Trigger 2, schon einem deutlich, deutlich aufwendigeren Spiel. Meiner Meinung nach sogar teilweise noch einen Tick aufwendiger als Modern Combat 5. Zumindest gibt es teilweise etwas mehr Ruckler, aber das wollen wir uns jetzt mal anschauen. Eigentlich sollte das Oppo Find 7 hier ja überhaupt keine Probleme haben, denn wir haben ja den Qualcomm Snapdragon 801 Quad-Core mit 2,5 GHz je Kern, dazu 3 GB Arbeitsspeicher, also das sollte gut laufen. Ich weiß nicht, ob das jetzt so rüberkommt, aber die Lautsprecher sind schon wieder ziemlich, ziemlich laut. Sie sind zwar auf der Rückseite, aber hier beim Spielen, selbst im Landscape-Mode, verdeckt man sie eigentlich so gut wie nie. Sind Stereo-Lautsprecher, hat Oppo sehr, sehr gut positioniert für Lautsprecher auf der Rückseite. Vorne wären sie natürlich besser, aber dann hätten wir vermutlich noch dickere Ränder. Nur mal schnell hier, die Grafikdetails sind auf hoch. Ab Werk bzw. nach der Installation waren sie nur auf Mittel. Ich habe sie dann eben auf hoch gestellt, nur weil das auch immer den einen oder anderen interessiert. Und jetzt würde ich sagen, fangen wir hier direkt mal an. Gehen mal durch, Grafik sieht wirklich sehr, sehr toll aus. Wie gesagt, ich bin ein großer Fan von Dead Trigger 2, finde das hat immer noch, oder es ist immer noch eines der Spiele mit der besten Grafik. Das mit dem Reden ist dann auch nicht mehr ganz so einfach, aber ja, Grafik macht einen sehr guten Eindruck. Ich habe bisher auch noch keine Ruckler gesehen. Jetzt wird es natürlich interessanter, denn bisher war auch noch nicht so viel los. Der gute Mann hat sich verwandelt, dann wollen wir ihn gleich mal umlegen. Ich hoffe, der Sound vom Lautsprecher kommt hier im Video wirklich ganz gut rüber. Zumindest hier bei mir ist es sehr, sehr laut. Jetzt sehen wir hier dieses Monster und ihr seht auch, diese Darstellung, sage ich jetzt mal, läuft alles sehr, sehr schön flüssig. Man merkt jetzt auch schon, im Bereich um die Kamera wird das Oppo Find 7 wärmer. Nicht unangenehm warm, aber es wird auf jeden Fall wärmer, also man merkt es halt. Aber das ist eigentlich momentan bei den meisten aktuellen Smartphones der Fall. Jetzt fallen wir hier runter. Und dann ist das erste Level auch schon fast wieder geschafft. Wie gesagt, ich kann mich nur nochmal wiederholen. Der Sound der Lautsprecher ist wirklich ordentlich. Und das war's dann von Dead Trigger 2. Ihr habt's gesehen, denke ich, keinerlei Probleme. Grafik auch sehr schön. Ich denke, recht viel mehr muss ich da gar nicht mehr zeigen.
Und zu guter Letzt jetzt auch noch Modern Combat 4. Wie gesagt, Modern Combat 5 hätte ich auch gerne gespielt, aber es ist komischerweise noch nicht verfügbar. Ich vermute, dass das eventuell daran liegt, dass wir hier noch Android 4.3 haben. Gameloft schreibt zwar, dass es ab Android 4.0 kompatibel ist, aber es scheint da mehrere Geräte mit 4.3 zu geben, wo es nicht funktioniert. Bei anderen funktioniert es wiederum. Keine Ahnung, was da los ist. Vielleicht auch, weil das Spiel noch so neu ist. Es gibt ja durchaus einige Bugs. Vielleicht ist einer davon, also nicht direkt das Spiel betroffen, sondern einfach, dass nicht alles kompatibel ist. Aber nichtsdestotrotz schauen wir uns das altgeliebte Modern Combat 4 an. Eventuell mache ich einfach noch ein Video, wenn da Modern Combat 5 verfügbar ist auf dem Oppo Find 7, wenn ihr das sehen wollt, eben weil mich einfach einige gefragt haben, explizit oder gebeten haben, dass ich explizit im Modern Combat 5 hier anspiele. Und jetzt werde ich den Sound etwas nach unten schrauben. Es ist hier dermaßen laut und ihr habt es wirklich gesehen, der Lautsprecher ist noch überhaupt nicht mal ansatzweise auf der Hälfte eingestellt. Also das ist schon echt ziemlich, ziemlich stark vom Oppo Find 7. Und ich habe schon wieder Probleme mit der Steuerung. Kaum spielt man mal etwas länger Modern Combat 5, aber ist ja nochmal gut gegangen. Da sehen wir dann auch gleich nochmal etwas besser, wie schön flüssig das Ganze hier läuft. Würde sagen, wir werfen auch gleich mal eine Bombe hier nach vorne oder eine Granate. Auch hier gibt es überhaupt keine Probleme. Und ich denke, ihr seht ganz gut, das läuft alles wirklich sehr, sehr schön flüssig. Grafik gefällt mir auch ganz gut und Modern Combat 4 ist ja immer noch ein Spiel, das extrem aufwendig ist, also kann man das hieran, denke ich, auch ganz gut demonstrieren. Recht viel mehr, glaube ich, muss ich auch gar nicht mehr zeigen. Wir haben gesehen, auch das läuft hier sehr schön flüssig. Vielleicht noch ein paar Worte hier zur Wärmeentwicklung. Wie gesagt, ich habe bei Dead Trigger 2 schon gemerkt, dass es hier im Bereich um die Kamera wärmer wurde. Wurde jetzt mit Modern Combat 4 nicht unbedingt schlimmer. Hier ist noch alles schön kalt. Hier etwas wärmer, aber bei weitem nicht so warm wie zum Beispiel das HTC One M8, das ja aus Aluminium besteht, und auch nicht so warm wie das LG G3. Also hier kann ich definitiv Entwarnung geben. Man merkt halt, dass es etwas wärmer wird. Was lässt sich abschließend sagen? Das Find 7 schlägt sich natürlich auch im Gaming-Test absolut hervorragend. Selbst mit aufwendigen Spielen hat es keine Probleme. Besonders die guten Lautsprecher und das große Display, die machen es zu einem hervorragenden Gerät fürs mobile Gaming. Insofern diesbezüglich kann ich es definitiv weiterempfehlen. Mehr dazu dann, wie gesagt, im Review, das dann endlich auch nächste Woche erscheint. Ja Leute, das war's auch schon wieder von diesem kurzen Gaming-Test mit dem Oppo Find 7. Ich hoffe natürlich wie immer, das Video hat euch gefallen. Bedanke mich auch fürs Zuschauen und sage ciao, bis zum nächsten Mal.